Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei uns passiert diese Woche etwas ganz Aufregendes, denn wir verbringen als Familie das Wochenende im Center Park. Und ja, wir freuen uns schon so sehr. Der Kleine sitzt hier unten, wir ziehen gerade Schuhe an und werden jetzt Jacken anziehen und dann geht's einmal für uns auf zu DM. Ich nehme euch mit, wir werden nämlich alle Besorgungen machen, die wir ja für dieses Selbstverpflegungshaus brauchen werden. Und sobald der Kleine nachher schläft, zeige ich euch dann auch noch ausführlich alle Einzelteile, die ich gekauft habe. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Ja, wir gehen jetzt los und kommt gerne mit. Der Wagen ist jetzt schon gut gefüllt und wir sind hier am Lieblingsregal von meinem Sohn. Und da werde ich jetzt noch mal ein paar Quetschis einpacken, denn die gehen auch immer super gut im Urlaub. Wir haben es geschafft. Ich bin leider ein bisschen eskaliert. Wir haben tatsächlich 2 ganze Tüten. Man braucht dann doch bei Selbstverpflegung ja eine ganze Menge und das werde ich euch jetzt zu Hause zeigen. Jetzt versuche ich mich mal irgendwo hier noch dazwischen zu quetschen. Ja, ich möchte euch jetzt ja noch zeigen, was ich gerade eingekauft habe und ja, wie schon gesagt, ich bin doch ein bisschen eskaliert, denn am Wochenende geht es für uns in den Center Park. Ich bin mega aufgeregt. Der kleine Mann schläft gerade nebenan. Wir sind nämlich eben nach Hause gekommen, haben dann doch erstmal gegessen und jetzt habe ich gedacht, zeige ich euch das alles in Ruhe, was wir mit in den Center Park Urlaub nehmen. Wir werden dort ein verlängertes Wochenende bleiben, also von Freitag bis Montag. Und es ist ein Selbstverpflegerhaus. Was in unserem Haus mit drin ist, ist das Frühstück, also Brötchen quasi. Für den Rest muss man selber sorgen. Und von daher habe ich jetzt den DM-Einkauf eben hinter mich gebracht und zeige euch jetzt mal so ein bisschen, was ich dort mit in den Urlaub nehme. Also, als allererstes, ich kann mal mit den großen Sachen anfangen. Ihr braucht in diesem Haus auf jeden Fall eure Utensilien wie Klopapier, Küchenrolle, Taschentücher. Also das müsst ihr quasi alles von zu Hause selber mitbringen. Von daher habe ich da jetzt auch alles nochmal neu gekauft. Dann habe ich mitgenommen so ein paar Servietten, weil wir es uns da natürlich auch ein bisschen schön machen wollen, wenn wir da was zusammen essen in dem Haus. Ja, für den Kleinen, das habt ihr eben schon gesehen im Wagen, als ich das eingeblendet habe, habe ich jetzt nochmal eine ganze Menge Quetschis mitgenommen. Da essen wir im Moment am liebsten die von diesen frechen Freunden, denn da ist immer Obst und Gemüse drin. Genau, und die mögen wir ganz gerne, beziehungsweise was ich auch immer gerne nochmal so mitnehme, ist so Abendbrei. Wenn der Kleine mal einen Tag schlecht isst, dann hat man hier halt immer noch so Hafer, Reis und ja, andere Dinge drin. Von daher, da habe ich auf jeden Fall eine ganze Menge Zeug mitgenommen, damit wir da gut versorgt sind. Dann habe ich auch nochmal nur Obstquetschis mitgenommen, zum Beispiel zum Frühstück oder für den Joghurt zu machen. Ich finde, irgendwie davon kann man nie genug haben. Und dann habe ich für den Kleinen auch noch so Rosinen. Da steht er auch total drauf. Fragt mich nicht warum. Mein Mann und ich essen überhaupt keine Rosinen. Aber ja, er fährt total drauf ab und ich kaufe immer noch eine große Packung Rosinen, dass ich ihm dann diese kleinen, ja, diese kleinen Dinger, die möchte er nämlich dann auch immer in der Hand halten und auskippen, dass ich die einfach dann wieder befüllen kann. So, was haben wir noch alles? Ja, wir haben ja im Center Park eine Whirlpool-Badewanne mit in dem Haus, wo wir sind. Ich werde euch übrigens das Haus im nächsten Video zeigen, also ich nehme euch mit in den Urlaub. Und dafür habe ich dann auch noch mal so ein paar Sachen geholt, wie so Schwämme und dann hier so verschiedene Badeutensilien. Da fand ich auch einige total süß. Also hier sowas mit Salz und dann wärmendes Umarmungspflegebad. Und so gemütlich. Auch guckt euch das mal an. Das finde ich echt auch sausüß. Ja, dass wir uns da auch ein bisschen was auswählen können. Für unterwegs,
nehme ich immer noch so Handreinigungstücher mit, wenn man dann da tagsüber unterwegs ist. Man kann da super viel erleben. Und wir machen dann auch mal einen Tagesausflug oder auch mal nur vormittags, nur nachmittags. Aber dann hat man die immer im Kinderwagen, auch wenn man vielleicht mal irgendwo essen geht und schnell ein Tuch braucht, dann hat man das immer dabei. Ja, dann habe ich auch noch so ganz normale Sachen wie Zahnpasta und Handcreme. Wie gesagt, da ist nichts vorhanden. Ihr müsst da wirklich alles mitnehmen. Lippenpflege. Ich habe mir jetzt auch noch mal ein paar neue Haargummis mitgenommen. Ich fand die Farben jetzt gerade hier im Herbst auch so schön. Und ich finde, da stehe ich voll auf. Ich habe davon ganz viele Jogginghosen und auch so Pullover in den Farben. Und hat das ganz gut gepasst. Und ich hatte auch gerade keine Haargummis mehr. So, hier der Kassenbon, den kann ich euch später nochmal zeigen. Ja, und dann sind diese ja wieder in. Ne? Bis jetzt habe ich mich noch nicht dran getraut, aber wer kennt sie nicht noch aus der Kindheit? Da hatten wir alle immer diese großen Bänder im Haar und da die so gut dazu gepasst haben, möchte ich die auch auf jeden Fall nochmal ausprobieren im Urlaub und mal schauen. Ich fand die früher auch immer so bequem. Ja, und dann irgendwann dachte ich so, was willst du so ein riesen Band auf dem Kopf haben? Aber mal ausprobieren, ob die jetzt wieder was sind. Dann bin ich wieder vorne bei diesem Regal hängen geblieben, wo es diese Minis gibt, weil ich finde halt, wenn man schon so viel mit in den Urlaub schleppt, dann möchte ich nicht all diese Dinge in groß mitschleppen. Und da wir ja nur 3 Übernachtungen haben, reicht dann so ein kleines Duschgel oder auch Trockenshampoo und solche Sachen habe ich dann alles in klein mitgenommen. Dann habe ich noch ein paar Cornflakes mitgenommen, um einfach noch eine Alternative, gerade auch für den Kleinen zu haben, zu Brötchen dann morgens oder auch mal zwischendurch. Und jetzt habe ich ganz viele Sachen, die nicht mit in den Centerpark kommen, aber ich vorher für die Vorbereitung brauche. Und zwar möchte ich mir mein Brot mit dahin nehmen, mit den ganzen Nüssen. Und da habe ich jetzt gestern nochmal alles für das Brot mitgenommen. Also einmal Haferflocken, Chiasamen, Sonnenblumenkerne. Das ist halt so mega, dass man das auch alles im DM kriegt. Dann die Haselnusskerne. Und da werde ich dann vorher noch ein Brot ohne Mehl backen, das ich dann auch noch mitnehme. Ich snack das mittlerweile ja immer super gerne zwischendurch mit so geraspelter Schokolade oder einfach mit Peanut Butter drauf. Und da hat man dann immer noch mal einen Snack oder wenn man jetzt mittags mal keine Lust hat zu kochen. Wen das Rezept interessiert, der kann gerne mal in meinen Videos vorbeischauen. Ich werde das euch hier oben noch verlinken. Da könnt ihr dann einfach mal vorbeigucken. Genau, und dann werde ich auch noch ein Brot, ein ganz normales Dinkelbrot machen. Findet ihr auch auf meinem Kanal, sodass wir dann auf jeden Fall essenstechnisch schon mal gut ausgestattet sind. Apropos Brot, natürlich habe ich auch wieder das Haselnussmus und auch die Erdnusscreme mitgenommen. Die geht bei uns einfach jede Woche so gut weg. Also wir lieben die alle drei und da muss ich auch immer Nachschub holen. Und im DM, finde ich, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Produkten auch auf jeden Fall super. Ja, dann habe ich noch ein paar Nudeln für den Urlaub mitgenommen und Seife. Ja, und was ich noch im Urlaub immer gerne mitnehme, sind diese Allzwecktücher. Weil, wie ihr seht, das ist jetzt schon eine ganze Menge Zeug, die man dann doch mitschleppt. Und an Reinigungssachen nehme ich außer Desinfektionstücher und solche Reinigungstücher da nichts mit, dass man einfach ein bisschen was da hat, falls was umfällt oder wenn man mal die Küche dann nach dem Kochen sauber machen muss, dass man das dabei hat und ansonsten dann einfach Spülmittel, das kommt gleich auch noch. Ich weiß nur gerade nicht wo. Hier habe ich jetzt in dieser Tüte, glaube ich, auch nur noch alles Nüsse. Das kommt jetzt alles nochmal. Von daher brauche ich euch da jetzt nichts mehr zeigen. Gucken wir noch mal in die. Ach ja, ich habe für den kleinen neuen Trinkbecher mitgenommen, weil der aus seinem jetzigen nicht mehr so gut trinkt. Der war ab 6 Monate und jetzt habe ich mal einen hier ab 12 Monate mit so einem Strohhalm. Bin ich gespannt, ob das funktioniert, berichte ich euch natürlich auch. Für im Haus habe ich dann immer noch gerne so ein großes Paket feuchte Waschlappen. Also hier zu Hause benutze ich die Sachen eigentlich sehr selten, sondern wir haben immer dann einfach so Schwämme, die wir einmal am Tag rausnehmen und den Kleinen dann damit den ganzen Tag sauber machen. Aber im Urlaub, da möchte ich jetzt ja auf jeden Fall auch sowas mitnehmen, dass man das einfach schnell alles sauber hat und dann nicht noch extra Wäsche mitnehmen. Ja, ein Paket Taschentücher darf natürlich auch nicht fehlen. Hier kommt das Spülmittel.
dann die Spülmaschinen-Tabs, denn es ist so, ihr könnt ein Küchenpaket im Center Park mit dazu buchen. Das haben wir auch gemacht, da sind dann Handtücher mit drin und auch ein paar Spülmaschinen-Tabs, aber ich meine, das sind nur zwei. Ich zeige es euch im nächsten Video, wenn wir da sind. Und da ist auch ein Spülschwamm, meine ich, dabei. Aber wenn ihr natürlich da ein paar Tage seid und mit Kindern, ja, da kommt, glaube ich, fast keiner mit zwei Spülmaschinen-Tabs aus. Falls ja, braucht ihr nichts mitnehmen. Wir werden hiervon noch ein paar einpacken. Ja, feuchtes Toilettenpapier. Dann nochmal Putztücher. So, ich glaube, jetzt sind hier auch nur noch Duftblumen drin. Ne? Ah, eine Sache habe ich noch, Bodylotion. Klar, bei dem ganzen Baden, da gibt es auch ein Schwimmbad. Das wollen wir diesmal unbedingt ausprobieren. Wir waren nämlich schon mal in dem Center Park und waren damals nicht in dem Schwimmbad. Von daher sind wir auch gespannt, wie das so wird. Und ich werde euch jetzt in den nächsten Videos weiter mit durch die Vorbereitungen nehmen, mit in unseren Urlaub. Ich werde euch da das Haus zeigen. Wir haben nämlich ein VIP-Haus gemietet. Und das möchte ich euch unbedingt vorstellen, was es da so alles gibt und wie dann auch unser Familienurlaub ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir jetzt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um mich zu unterstützen. Und ich freue mich auf die weiteren Vorbereitungen mit euch. Bis dahin! Tschüss!